unserem Eintreffen haben wir uns zunächst erstmal einen Zugang zum Grundstück verschaffen müssen. Es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass das Haus zumindest im Hauptgebäudeteil in Vollbrand steht. Über die Polizei wurde nach den Bewohnern gesucht. Es gab die Information, dass es noch eine zweite Wohnung gäbe. Von dort aus haben sich nach meiner Kenntnis die Bewohner gemeldet, dass sie unversehrt seien. Mit Eintreffen der Wache 2 haben wir sofort eine Riegelstellung aufgebaut, um das benachbarte Wohnhaus zu schützen, was uns letztendlich auch erfolgreich gelungen ist. Vom Brandrauch können natürlich immer Gefahren ausgehen, sodass wir deswegen auch vorsorglich die Bevölkerung darauf hingewiesen haben, Fenster und Türen in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle geschlossen zu halten.